Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Im letzten Part haben wir Erika besiegt und ich muss euch was sagen. Triver, ist mir egal, was du jetzt sagst, aber ich finde, du bist doch viel besser aufgehoben, wenn du ein Shiny Arcani bist, oder? Gut, ich habe jetzt nicht die Attacke von Dings gelernt, also von Level 28, weil ich ihn ja schon recht früh jetzt entwickelt habe. Aber während zwischen den Aufnahmen, habe ich mich einfach in dieses Shiny Arcani verliebt. Und ich habe noch nie wirklich mit Arcani gespielt. Und ich habe mich einfach in dieses Arcani verliebt. Deswegen verzeih es mir, dass du nicht mehr der Vulcano bist, sondern ein Shiny Arcani. Ist mir jetzt eigentlich völlig wuppe. Denn ich habe nur Bock auf dieses Shiny Arcani, auch wenn ich das noch leveln muss. Aber gut, wir wollten hier in diesem Part in die Spielhalle gehen. Und hier spielt die Musik von den Pokémon Stadium Minispiele. Cool. Hi. Oh, Jessie. Komm schon, los, nur noch ein bisschen. Ah, fast hätte ich es geschafft. Sag mal, Jessie, sollen wir nicht langsam ins Versteck zurück? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir den Boss vorhin ein astreines Dragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Okay. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier deine Zeit verplempern? Bevor du hier herumstehst, solltest du lieber die Arena von Prismania City besuchen. Die Arena-Lehrerin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie es aber ganz schön in sich. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihrem Pflanzen-Pokémon, was sie zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Das ist mir bekannt, du Trottel. Hier im Game-Paradies sieht man ab und zu etwas zwielichtige Gesellen. Ich frage mich, wer die sind und was sie wollen. Hihi, mein süßes kleines Stern, du schaut Leute gerne beim Spielen zu. Nett. Hi. Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch Luft fliegt. Aber in echtem Leben einfach abheben zu können, wäre noch viel cooler. Schrei mich doch nicht mit dem Mikrofon ins in die Fresse, Alter. Was ist los mit dir? Videospiele sind das perfekte Training für die Reflexe. Da hat er recht. Und du? Oh, ich hab meinen eigenen Highscore geknackt. So kann das gerne jeden Tag laufen. Boah. Und du? Oh, ich mache eine kurze Pause. Bei Videospielen sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Können wir noch mit Team Rocket da reden? Hä? Ein Flugkörper, der zu unserem Namen passt? Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, Mann, du hast echt eine lange Leitung. Also gut, ich gebe dir noch einen Tipp. Der Name des Flugkörpers reimt sich auf Pakete. Oh Mann, also ich glaube, spätestens jetzt sollte es jeder gelallt haben, ne? Ohne Himbeere. Geschnallt, nicht gelallt. Uns sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sie einfach nicht. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Ey, ich wollte doch nicht. Wir müssen jetzt natürlich unseren neuen Treiber, passt ja der Name, weil wir ja auf ihn reiten. wir müssen natürlich auch ein bisschen trainieren. Jetzt wieder. Aber ist nicht schlimm. Ich hab Bock drauf. Werde ich wahrscheinlich auch demnächst offscreen machen. Gegen wilde Pokémon. So. Machen wir mal, Rasierblatt sollte reichen für Radikal. Oder auch nicht. Hallo? Ja, doch, noch ein Rasierblatt und dann ist es weg. Och nö, warum hören die... Ach, warum denn immer Superzahn? Das nervt. Wieso immer Superzahn? Das ist einfach eine Attacke, die einfach nur auf den Sack geht. Strunki erreicht Level 34. Nice. Oh Mann, das gibt Ärger. Ja, geh weg da. Wenn das weitergeht, flieg doch noch auf, wo wir von Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. Das ist ein Idiot. Aus dem Grund... Ups, hier wollte ich gar nicht rauf. Aus dem Grund, weil wir jetzt uns heilen müssen. Sind Strunki. Wegen diesen scheiß Superzahn immer. Das ist so nervig. Oh, hinter dem Poster der versteckte Schalter. Du entschließt dich, ihn zu betätigen. Klick. Du hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch.
Ja. Schade, dass man hier nicht in der Spielhalle wirklich mitspielen kann, ne? Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch wieder logisch, ne? Naja, logisch nicht, aber ihr wisst schon. Du hast Mumm, dich einfach so bei Team Rocket einzuschleichen. Beschwer dich nicht. Ein Golbat. Bitte mach keine Verwirrung oder so ein Scheiß. So, machen wir Rasierblatt. Oh, wir müssen einwechseln. Sternschauer. Uiuiui. Wir haben ja noch ein paar Pokémon. Nimm mal Cornel. Der sollte es schaffen. Glaube ich. Ja, natürlich aber nicht. Nicht so. Nicht so. Ja, natürlich! Hör doch mal auf mit dieser Verwirrungsscheiße immer. Komm, Hypno. Du darfst nicht verwirrt sein. Cornel. Cornel, hör auf, bitte. Danke. Es ist nur ein Golbat. Ja, wir sollten auf jeden Fall Cornel jetzt nach vorne tun. Denke ich. Das kam unerwartet. Ja, die Backen. Halt einfach die Backen. So, wir tun jetzt Cornel nach vorne. Bewegen. Denn es ist hier ein Rocket versteckt. Das heißt, hier kommen viele Gift-Pokémon zum Einsatz. 5 Hyperbälle. Ja, ich habe noch nicht seitdem ich einmal die Session gemacht habe, jetzt seitdem wir aus dem Felstunnel heraus sind, nicht ein Pokémon wieder gefangen, ne? Aber gut. Psst, nicht so laut. Ist dir auch niemand gefolgt? Wieso? Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin auf Undercover-Mission. Möchtest du wissen, was macht ein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Ich will Team Rocket besiegen. Hey, das Moment, das gefällt mir. Weißt du was? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Oh, ein Rocket-Set? Von der schönen Spionin. Wenn du das trägst, siehst du gleich wie ein echtes Mitglied von Team Rocket aus. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Ja, nice. Gleich anziehen. Rocket, Kappe. Steht mir gut, ich sehe keinen Unterschied. Wollte ich immer mal in Rocket-Kleidung rumlaufen bei den alten Spielen. Weil man ist ja nur in Pokémon Silber und Gold ganz kurz ein Rocket-Mitglied sozusagen geworden. Also man musste einmal kurz, glaube ich, zum Reinschleichen benutzen. Aber... wer bist du und wie bist du hier reingekommen? Aber so, das war schon immer cool, dass man, also das war, wollte ich schon immer, dass man das, dass man tatsächlich die Klamotten wechseln kann. Das wollte ich schon immer. Und jetzt kann man das tatsächlich auch machen. Und auch die Team Rocket Kleidung benutzen. Fand ich schon nice. Finde ich schon nice und wollte ich immer haben. Jetzt der nächste Schritt ist, ich möchte eine eigene Arena. Eine eigene Arena. Wäre halt auch nice. So, dass man eine eigene Arena besetzen kann. Also, es klingt zwar am ersten Moment cool, aber natürlich muss man dann warten, ne? Auf Trainer oder so. Klingt, man muss das halt gut umsetzen, denke ich. Risikotackle, oh nein. Das ist stark, eine starke Attacke. Aber hier sollte es down sein. Cornel macht sich hier ganz gut, ne, im Rocket-Versteck, oder? Ja, ne, wir wechseln das Pokémon. Weil... komm, wir setzen mal Treiber ein. Weil halt... ja... er hat halt schon gerade kassiert. Und wir sollten wieder heilen. Er hat ja keine hohe Verteidigung. Cool, er kommt rein und glitzert erst. Das ist cool. Aber dieses Radfass ist echt stark. Level 29. Oh, es könnte ihn töten sogar. Tut es aber fast.
Schade. Schade, Schokolade. Nee, dann kommt Strunki schnell zum Einsatz für den Rest. Und dann heilen wir mal die Pokémon durch. Und gegen Strunki siehst du nicht so schnell. Da siehst du nicht so schnell den Stich. Weißt du? Das ging in die Hose. Ja. Müssen wir trotzdem jetzt heilen. Medizintasche. Ich hätte vorher mal Supertränke kaufen sollen, aber es geht ja auch so, ne? Sollten wir hinkriegen, dieses Versteck. Strunkel einmal. Und Treiber. Sehr schön. Hier liegt ein Pokéball unter dem Tisch. Unter dem Tisch. Drei Stärke-Bonbons. Und hier kann man noch nicht weiter. Gut, so sieht es also im Team Rocket unter der Team Rocket Versteck unter der Spielhalle aus. Gehen wir mal weiter runter. Ich habe gehört, mit einem Sylph Scope kann man alles durchschauen, sogar Gespenster. Ja, deswegen sind wir auch eigentlich hier, ne? Und wir würden ja Lavandierturm ja eigentlich normalerweise hochgehen. Haben wir aber doch sein lassen, weil wir lieber, ja, woanders lang gegangen sind. Und uns mit Alexa beschäftigt haben. Ja, das hast du gehört, ne? Ich kann leider keine Verbindung mit deinem WLAN-Netzwerk herstellen. Anweisungen zur Einrichtung findest du im Hilfebereich deiner Alexa. Ja. Mach mal eine Kopfnuss. Was soll ich dazu noch sagen, ne? Ich glaube, da kann ich nicht so viel sagen. Sie sagt ja schon genug, ne? Ja, Psychstrahl hast du auch gesehen, das bringt doch nichts. Du bist zwar ein Level über mich, aber das wird doch genau denselben Effekt haben wie... Ja, du weißt schon. Egal, Giftwolke. Du bist so ein dummes Hypno. Und so ein dummer Trainer. Du siehst doch, was Phase ist, oder nicht? Komm, Kopfnuss. Sollte vielleicht ausreichen, oder? Sollte mit dem Kopfnusse... Na, reicht es, um ihn tot zu machen? Sehr gut. So muss ich nur noch eine Attacke verschwenden. Ich gebe mich geschlagen. Ja. Du Noob. So, dann rutschen wir mal. Oh lol, das ist wie im Original. Finde ich cool. Finde ich tatsächlich cool. Ein Nugget. So. Ein Aufwecker. Ich würde gerne noch, hätte gerne noch mal, dass wir hier ein paar Supertränke finden. Wäre halt schon nice, ne? TM5 Erholung. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie es war. Ja, ja, so war das, genau. So. Wir müssen einmal links rum, weil ich möchte unbedingt den Ball da links haben. Früher konnte man nämlich nicht sehen, welchen man nehmen musste, um weiterzukommen. Ein Fläschchen AP Plus. Oh, wieder ganz am Anfang zurück. Naja, fast. Fast. So. Dann haben wir dieses Hardcore-Rätsel auch gelöst. So, hier können wir noch nicht weiter, ne? Ohne die richtigen Schlüssel scheint hier gar nichts zu sein. Ja. Gehen wir eine Etage höher. Hast du den Schlüssel zufällig? Was willst du denn hier? Hast du einen Schlüssel?
Team Rocket, Rüpel. Hör mich nicht, Rüpel, Mann. Oh, ein Voltoball. Oh, ein Voltoball. Los, Cornel. So, jetzt machen wir mal einen Psi-Strahl. Bitte. Ich finde es ja gut, dass unser Cornel schön schnell ist. Na? Bringt gar nichts. Was ist null drauf? Oh, erzähl doch kein Shit. Warum? Komm, Kopfnuss. Sehr gut. War zwar nicht mit dem Kopf, war mit der Hand, aber... Solange es dieselbe Attacke ist, ist mir relativ wuppe. Nicht gut. Doch. So muss das sein. Ein Hypertrank. Ja gut, ich habe mich eben beschwert. Ich hätte keinen Hypertrank, aber Hypertrank nehme ich auch gerne mit. Hallo du. Eindringling gesichtet. Team Rocktrüppel. Was hast du denn? Ein Rettern. Oh. Ein Gift-Pokémon. Okay, damit sollte Cornel ja leicht zurechtkommen. Und seinem Psi-Strahl. Schön, schön. Tschüss, Rettern. Ein Arbok haben wir auch noch gar nicht gesehen. Gut. Biss. Jetzt aber. Tut mir leid, Schlange. Wusstet ihr, dass wenn man Arbok und Rettern rückwärts liest, dass da Natter und Kobra steht? Lol, ne? Oh man, keine Chance. Das war ein unnützer Pokémon-Fakt. 5 Superbälle. So, dann war es hier auch. Hier ist ja nichts mehr, oder? Kann man hier noch einen PC? Nee. Oder hier das Buch lesen? Nö. Wir hätten doch gar nicht runtergehen brauchen. Ich gehe mal ganz kurz einmal im Beutel mit einem... mit dem soeben gefundenen Hypertrank einmal unseren Cornelius heilen. Und dann... Yay! Erstmal hier runter, wir brauchen nämlich tatsächlich den Schlüssel. Sonst läuft hier gar nichts. Nicht wahr? Sieh an, unser kleiner Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschneiden würdest. Dann müsstest du wissen, dass ich dich fertig mache. Ein Golbat. Na, hoffentlich setzt er kein Konfusstrahl ein. Das würde mich schon wirklich nerven. Psi-Strahl, yes! Ne, ein Biss. Aber wenn das nicht sehr effektiv wäre, ne? Das ist halt das Nervige. Sehr gut. Cornel erreicht 28. Ne, 29. Oh, Wartzel auch noch 3 Level, dann entwickelt es sich. Ich hab verloren, das kann doch nicht sein. Doch. Oh, Finsteraura. Kann man unseren Pokémon heilen? Oh, ein Kapsel-Megablock. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte meinen Pokémon heilen. Kann ich nicht. Schade. Weil. Ich muss einmal kurz. Habe ich Aether? Ist das hier bei der Medizintasche? Ich glaube ja, ne? Ja, ich habe einen Aether. Benutze ich mal, um Cornelius Psi-Strahl wieder aufzufrischen. Gut. Bevor wir hier runtergehen, gehen wir erstmal oben lang. Denn hier liegt noch was. Und zwar ein Belebär. So.
Kurz überprüfen. Da müssen wir dann mal den Ball, den Ball holen. Was ist das? X-Tempo. Schlecht. Und dann einmal hier den Ball. Ein Sonnenbonbon. Sehr schön. Einmal rum. Wir haben bald den. Wir haben es bald hier geschafft, hier das Versteck. Deswegen knall ich das auch noch. Deswegen hau ich das auch in diesen Part rein. Wir sind nicht bald am Ende. Es wäre besser für dich, wenn du dich Team Rock nicht in den Weg stellen würdest. Mecker doch nicht rum. Mecker doch auch nicht rum. Es sei denn, die Kämpfe werden jetzt hart lange. Die ziehen sich halt wie Kaugummi sonst. Wenn das der Fall ist, dann muss ich natürlich irgendwann auch den Schussstrich ziehen. Ein Radfratz. So, Kornel. Ich hoffe mal, dass die... Ja. Mein gut, Kornel macht Angriff, macht Schaden. Aber der hält halt, der kriegt halt auch die ganze Zeit irgendwelche Volltreffer oder effektiven Angriffe rein, ne? So, ausgelutscht. Nee, komm, lass egal. Ist nur ein Voltoball. Mega Sauger. Oh nein. Oh, ich verwechsel Superschall immer mit Ultraschall. Ich weiß auch nicht warum. Das ist total nervig. Also mit der Attacke, die einen verwirrt. Uff, ich bin am Boden. Ja. Da sagst du was. Gib mir dein Geld. Also wir sind hier nur am Heilen, ne? Kann es sein? Kann das sein? Unser Kornel, der kriegt halt. Der kann halt gut austeilen, aber einstecken. Ah. Da ist er nicht so der Fan von. Oh, hier liegen zwei Bälle. Wenn das mal ein Betrug ist hier. Ein Hypertrank. Sehr, sehr nice. Ich habe gedacht, das wäre jetzt ein Voltoball, aber man sieht ja zwei Punkte da. Und eine Flash in AP Plus. Die bewahren wir uns sowieso für die vorletzte Pokémon-Liga auf. Hi. Och, du kannst den Aufzug nur nicht benutzen. So ein Pech aber auch. Tut mir leid, aber für dir das mitteilen zu müssen. Den Aufzugschlüssel habe ich. Und ich bin unbesiegbar. Okay. Team Rocket fordert dich heraus. Der Unbesiegbare mit seinem Slimer. Ja. Aber man weiß ja schon, dass Team Rocket nicht so ein Rückgrat hat wie ein. Also, dass die Team Rocket genauso ein Rückgrat haben wie ein Slimer, nämlich gar kein. Komprimator. Okay, da ist halt ein kleiner Schleimhaufen. Und dann ist er jetzt. Toter Schleimhaufen. So, jetzt musst du mir aber den Schlüssel geben. So sind die Regeln. Ne? Oh nein! Komm, gib Schlüssel her. Ah, mein schöner Aufzugsschlüssel. Ich darf ihn nicht verlieren. Ah, du denkst, du hast gewonnen? Falsch gedacht. Jetzt kommt mein Plan B. Wie Plan B? Hey! Und hepp! Du Lappen! Ohne diesen Schlüssel kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn dir doch, wenn du kannst. LOL! Wie soll da denn raufkommen? Hä? Vielleicht hat der Pikachu da oben zu kommen. Ja, dann geh doch mal. Ist hier irgendwo ein Loch? Da oben vielleicht durch die Gitterdinger?
Vielleicht gibt es ja irgendwas, worauf ich steigen kann. Ja, hier. Denk an Telefon mit Bildschirm. Du weißt nicht, mit wem es die verbinden wird, daher lässt die Finger davon. Geh doch einfach auf den Schreibtischstuhl oder auf den Karton hier. Dieser Karton ist so schwer, um dich zu tragen. Auf diesen Stuhl kannst du dich stellen. Ja, dann stellen wir auf den Stuhl. Ey, jetzt komm. Und hopp. Ergattere mit Hilfe deines Partners den Schlüssel, der den Rüpel weggerufen hat. Wie mit Hilfe? Ach, ich darf Pikachu lenken? Wie cool ist das denn bitte? Das ist sehr cool. Wie cool ist das denn? Das ist ja mega nice. So, Aufzugsschlüssel. Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, da war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier etwa jemand reingeschlichen? Uff, falscher Alarm, das war wohl doch nur Mauzis Magen. Ja, komm nie wieder so ein Schrecken ein. Dummes Mauzi. Das ist mega cool. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part vorm Fahrstuhl und dann geht's halt Team Rocket. Man sieht ja schon, wo wir hinkommen. An den Kragen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.